Ja, ich darf euch im Namen der aktiven Unternehmer wieder recht herzlich begrüßen. Ganz besonders die politische Unterstützung Franz Rasch. Michael Koller hat sich angekündigt, der hat noch nicht gewusst, ob er es schafft. Ebenso Herbert Schossmann aus der Ramsau. Parallel zu Reichenhall, Freilassing, Garmisch, Traunstein, Trostberg, Traunreuth und Altenmarkt wird es auch bei uns heute wieder laut. Und ganz wichtig, tragt alle die Maske und der Abstand. Holt den Ei, zirkt euch ein bisschen auseinander und die Maske. Maske tragen ist ganz wichtig, bitte, sonst haben wir keine Genehmigung mehr fürs nächste Mal. Anders als beim letzten Mal haben wir diesmal verschiedene Redner eingeladen und die Moderation dafür übernimmt heute der Bauer Werner. Dankeschön. So, ich sage auch Danke. Eine große Bitte gleich einmal, nochmal, bitte Maske tragen und bitte, ihr könnt ruhig nach vorne gehen, wir können das ruhig den Platz ein bisschen, sag ich mal, auskosten, also dass wir wirklich einen Abstand haben. Bedanken möchte ich mich natürlich gleich vorweg bei unserer hiesigen Polizei, die ist da also praktisch auch, die da ein bisschen drauf schauen, das ist uns ganz wichtig, weil wir wollen uns natürlich an die Regeln halten, gar keine Frage, aber es ist ganz wichtig, Maske tragen und einen Abstand halten. Für mich, nur kurz zur Einleitung, was also für uns als Brauerei oder für unsere Kundschaft, die Hoteliers, die Gastronomie, wenn man sich vorstellt, dass wir seit 20. Oktober geschlossen haben, die Gastronomie und die Hotellerie und alles, was da so dran hängt, das sind 5 Monate und 2 Tage. Und wenn man sich dann vor Augen hält, wie andere, denen wir das sehr gerne gönnen, in der Wegschicht rumfliegen und Sachen machen, die wo eigentlich nicht mehr erklärbar ist, dann ist es eigentlich so, dass wir mittlerweile an einen Punkt angereicht oder hingekommen sind, wo man das Ganze eigentlich nicht mehr richtig einordnen kann und wo wir einfach schon ein bisschen am Verzweifeln sind, wie sollte es weitergehen, zumal bis heute keine Perspektive uns aufgezeigt worden ist. Letztendlich ist immer so, wisst ihr ja selber, Lockdown und dann einen verschärften Lockdown und heute werden sie uns die Daumenschrauben wieder ein bisschen anziehen, schätze ich mal. Und solche Dinge, aber mit denen können wir nicht leben, weil letztendlich sich das bestätigt, dass diese Maßnahmen, was bisher getroffen sind, dann wieder in einen Lockdown enden. Also ist das ein ganz schwieriges Unterfangen für die Gastronomen, für die Hotelleute, für die Pensionen. Es ist wirklich so schwierig, und das zu begreifen oder das nachzuvollziehen, es wird also immer grausiger für uns. Und wir wollen eigentlich, dass sie uns wirklich was aufzeigen, wo wir sagen, Gott, jetzt können wir weitermachen und können uns, wo sich jeder natürlich an den Regeln halten möchte, dass wir wirklich sagen, wir haben jetzt eine Perspektive, jetzt geht's los, und das haben wir leider nicht. Die Redner, wo jetzt dann kommen, ist es so, die haben nur 1,5 bis 2 Minuten, weil wir ja insgesamt nur 1/2 Stunde haben. Und ich bitte, wenn die dann gesprochen haben, nicht so lange klatschen, weil wir ein bisschen Zeitnot haben. Und ich möchte jetzt aufrufen, ein Zaunerberni, der Zaunerberni, der spricht jetzt für den Handel. Bitte, Berni, da. Danke. Wir haben, glaube ich, ganz klar, dass die Pandemie die Politiker nicht erfunden haben. Aber die Politiker zeigen sich im Moment von einer Seite, wo ich sagen muss, mangelhaft. Wenn ich mir überlege, dass, ich glaube, der Handel kann nicht Pandemietreiber sein, weil dann waren wir schon längst von Inzidenzwerten herunter, Hotellerie genauso. Jetzt fliegen wir da 300 Flieger, Sonderflieger nach Mallorca, und wir dürfen da nicht einmal Ferienwohnung haben. Fakt ist, wir haben zu Frau Kanniber, haben ein Gespräch gehabt, haben wir ganz klar gesagt, entweder ihr schließt konsequent, das heißt auch die Discounter, die Non-Food-Ware verkaufen, sollen das Sortiment auch wegräumen. Es kann nicht sein, dass nur ein einziger Bereich geopfert wird. Und die Konsequenz, die dahinter steckt, ist doch ganz klar. Wie sollen wir nach 6 Monaten alle diese Betriebe überleben? Staatliche Unterstützung. Das ist lachhaft.
jetzt kann man dann einmal Oktoberhilfen beantragen. Super. Wenn, da bekommt ein Betrieb, wenn er in Schwierigkeiten ist, für seine Fixkosten einen kleinen Anteil für den Betrieb. Die Restkosten muss er selber tragen, seine privaten Kosten muss er selber tragen. Wer soll das überleben auf Dauer? Wenn das die einzige Antwort ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, versagt. Es muss jetzt irgendwo was in der Konsequenz passieren. Warum darf ein Amazon mit 100 Mitarbeitern auf engem Raum zusammenarbeiten, Großraumbüros, alles ist kein Problem, aber der Handel, komisch, dass der Inzidenzwert da nicht runtergeht. Mehr sage ich nicht. Als nächsten Redner darf ich jetzt aufrufen an Franz Moderecker, Betriebsleiter der Genabahn. Bitte Franz, komm nach vorne. Danke für dein Kommen. Ja, das ist miteinander. Ich möchte jetzt da nicht nur für die Genabahn sprechen, sondern für die touristischen Ausflugsziele insgesamt und für die Bergbahnen da im Berchtesgadener Raum, aber überall in Deutschland. Ich glaube, wir haben letztes Jahr bewiesen und es eindrucksvoll bewiesen, dass wir keine Inzidenztreiber sind, dass wir verantwortungsvoll mit unseren Gästen umgehen. Wir haben keinerlei Erfahrungen gehabt, dass da irgendwelche Inzidenzen oder Ansteckungen rauskommen. Wir haben alles da. Die ganzen Betriebe haben sich angestrengt, haben viel Geld investiert für entsprechende Besucherlenkung, für Hygienemaßnahmen und das soll respektiert werden, sodass wir auch dann wieder aufmachen können und denen, die das nicht möglich ist, wie unsere ganzen Winterbetriebe, unsere Skilifte, die nur den Winter haben, denen muss man auf geeignete Art und Weise helfen und nicht mit Hilfen, die komplett am Ziel vorbeigehen, die überhaupt nicht die Besonderheiten berücksichtigen, sondern nur pauschal alles abfertigen und die Betriebe praktisch in den Ruin treiben. Das ist das, was ich sagen kann. Wir tun alles dazu, dass von unseren Betrieben keine Gefahr ausgeht. Und das Gleiche, glaube ich, haben Hotellerie, Gastronomie genauso bewiesen. Und so sollen wir auch weitermachen. Dann machen wir einen anständigen Sommer und sagen unsere Leute, wie schön das bei uns ist und wie sicher das bei uns ist. Dankeschön. Danke, Herr Schaar. Vielen Dank, Franz. Und als nächste Rednerin bitte ich jetzt die Julia Weindl, erste Vorsitzende Elternbeirat Kitterschönau, bitte ans Rednerpult. Auf unsere Protestbewegung öffnet die Schulen und Kitas steht Schulter an Schulter mit unseren aktiven Unternehmen, den Einzelhändlern, Gaststätten, Hotels, Ferienwohnungen, der Veranstaltungsbranche, Theater, Museen, Bus- und Taxiunternehmen, Sportvereinen, Musikkapellen, der Tourismusbranche und so weiter und so weiter. Warum stehen wir heute hier und sind laut? Wir sind laut, weil vielen alteingesessenen Geschäften das Wasser finanziell bis zum Hals steht. Wir sind laut, weil viele Eltern von Schul- und Kita-Kindern mit ihren Kräften völlig am Ende sind. Wir fühlen uns ohnmächtig, überfordert und von der Regierung im Stich gelassen. Weil Schulen und Kitas unter Einzelhandel als Sündenböcke zu Unrecht beschuldigt werden. Wir sind nicht die Treiber der Pandemie. Wir sind laut,
weil der schwankende Inzidenzwert wie ein Damoklesschwert über uns hängt und über unsere Kinder und unsere Existenzen entscheidet. Wir sind laut, weil Lockdowns die Lösung für 2020 waren, aber nicht mehr die alleinige Lösung für 2021 darstellen. Wir haben Masken, Hygienekonzepte, Abstand, Impfungen und der Beginn einer Teststrategie. Also lasst uns unsere Arbeit nachgehen und lasst unsere Kinder in Schulen, Kitas und Sportvereine. Wir sind laut, weil es längst möglich wäre, mit einer anständigen Teststrategie die Schulen, Kitas und den Einzelhandel etc. Corona angepasst zu öffnen. Und Folgendes fordern wir. Wir fordern, dass unsere ausgearbeiteten und erprobten Hygienemaßnahmen endlich von seitens der Regierung vertraut wird. Wir fordern eine sofortige Abkehr vom Inzidenzwert als alleinige Entscheidungsgrundlage. Wir fordern, dass ein Jojo-Effekt von ständigen Schul- und Kita-Öffnungen und Schließungen unbedingt verhindert wird. Wir fordern mehr Tempo bei Impfungen und der Teststrategie. Abschließend möchte ich sagen, das Recht auf Bildung und Betreuung und das Recht auf freie Ausübung unserer Arbeit darf nicht ausschließlich an Inzidenzwerte gekoppelt werden. Danke. Ja, vielen Dank, Julia. Und dann bitte ich jetzt Herrn Bernhard Heitauer für die Sportvereine ans Rednerpult. Bitte schön. Ja, grüß Gott beieinander, werte Anwesenden. Ich sehe, dass viele Mütter da sind, natürlich auch Väter, und es geht auch um unsere Kinder. Das ist jetzt gar nicht einfach, nach so einer wortgewaltigen Vorrednerin da noch was zu sagen. Aber ich habe jetzt auch mittlerweile kein Verständnis mehr, dass unsere Kinder, ob das jetzt Skifahrer sind, Langläufer, Eishockeyspieler, vielleicht in der Halle muss man drüber reden, oder auch die Fußballer, warum die einen Sport nicht machen dürfen. Wir haben seit 7. Dezember ununterbrochen Sportbetrieb am Götzschen und den Innen am Kaufhäuser. Wir haben keinen einzigen Fall, wo Corona positiv nachgewiesen worden. Wir müssen alles buchhalterisch festhalten, wer getestet ist, wer erfahren darf. Ich wollte da zuerst über Mallorca reden, aber wenn bei uns am Berg jeden Tag hunderte Leute, auch mit Kindern, Skitouren gehen, pulkartig, ohne Atemmaske, ohne Abstand, und die Kinder, die wo diszipliniert einen Sport ausüben, nicht fahren dürfen, versteht mir jegliches Verständnis. Wir haben jetzt noch ganz schwer gehofft, dass wir die Kinder noch Ostern zum Skifahren bringen. Ich habe selber Enkel, die schon Skifahren, die großen Augen mit den Tränen, und die anderen Kinder, die wo oben stehen und zuschauen und nicht fahren dürfen. Und ich habe einfach da keine Worte mehr dazu. Da muss sich was ändern, weil sonst ist die Gesellschaft in Gefahr.
herzlichen Dank. Und jetzt habe ich eigentlich auf meinen Laufzettel einen Geschossmann Herbert, den Bürgermeister von der Ramsau drauf, aber der ist nicht da. Aber unser erster Bürgermeister von Marktgemeinde Berchtesgaden, der Franz. Franz, bitte, ich bitte dich vorzutreten. Sag was dazu, bitte. Also, es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12. Sorry, nicht auf die Uhr, aber. Ich gehöre auch zu den Vätern, die jetzt wieder 3 Kinder daheim haben, die letzte Woche in die Schule gegangen sind und seit heute wieder da sind. Daheim. Das Festhalten am Inzidenzwert ist falsch. Das haben alle vor mir gesagt. Wir brauchen eine Differenzierung, was die Kriterien angeht. Und wir brauchen natürlich auch eine Strategie, wie es wieder vorwärts geht. Und für uns auch als Gemeinde ist ganz wichtig, dass wir sowohl den Handel, sowohl die Kinder als auch die alten Leute, die Gefährdeten sehen. Und da muss ich jetzt einmal sagen, es geht mit dem Impfen einfach noch viel zu langsam. Nicht, weil man das verordnet hinbringt, sondern weil unser Bund nicht in der Lage ist, genug Impfstoff herzubekommen. Und das ist der Kampf. Das zweite Thema, wir sind immer noch nicht in der Lage, die Infektionen so weit zu reduzieren, dass wieder geöffnet werden kann. Da muss sich auch jeder selber mal überlegen, wo das hingehen kann. Es kann nicht sein, dass in einzelnen Betrieben, zwar bei mir konkret in der Gemeinde, mit der Maske geputzt wird und dann zu 8 im VW-Bus wieder heimgefahren wird ohne Masken. Das geht so nicht. Das muss in sich stimmig sein und für uns, dass wir es wieder in den Griff kriegen. Gehört, und das hat die Julia dazu gesagt, auch das Testen dazu. Es gehört das Testen dazu zu einem guten Konzept für die Schule und da kann es halt dann auch nicht sein, dass dann 2/3 nicht mitmachen oder nicht mitmachen dürfen. Das Ziel muss sein, dass wir die Kinder wieder in der Schule, wieder in die Kindergärten haben, in die Kindertagesstätten und dass unser Handel aufmachen kann mit einem vernünftigen Konzept, dass das verantwortungsvoll geht. Das ist mein Wunsch und das geht nur, wenn alle mitmachen. In dem Sinne bin ich überzeugt, dass solche Veranstaltungen in der Summe ihre Wirkung entfalten. Seid laut und bleibt gesund. Bevor wir aber jetzt richtig, aber richtig laut werden, möchte ich vielleicht eins noch loswerden. Mein Wunsch war an die große Politik, dass wenn wir genügend Impfstoff dann einmal haben, dass wir dann hoffentlich genügend Spritzen haben, dass sie es verspritzen können und hoffentlich, wenn wir genügend Spritzen haben, dass nicht dann daherkommen und sagen, Mensch, wir haben vergessen, dass wir Nadeln auch brauchen. Dass die eine Regierung in Berlin zuständig für Spritzen haben und die in Brüssel für Nadeln, also das kann es nicht sein. In diesem Sinne, wir beenden jetzt diese Veranstaltung, aber ganz, ganz, ganz laut. Bitte und danke fürs Thema.